Ja, hallo. Kennst du Airdrops? Ich bin mehr so der Krypto-User, der einfach nur Kryptos von A nach B hinschiebt und irgendwie mal was kauft mit Kryptos, der jetzt aber nicht so tief in der Krypto-Welt und Kryptoszene drin ist. Und vielleicht bist du komplett neu im Bereich Krypto oder auch schon ein bisschen versiert, hast vielleicht schon ein Wallet und so weiter. Ja, heute geht es um das Thema Airdrops. Eigentlich nicht mein Thema, aber ich wurde von einem Kollegen drauf aufmerksam gemacht und da habe ich dann mal ein bisschen genauer hingeguckt und habe gedacht, okay, ich mache da jetzt mit und teile das auch ein bisschen mit euch. Genau, was ist ein Airdrop? Seht ihr hier schon. Das sind Schenkungen von Kryptowährungen zum Beispiel. Sie sind ein Marketinginstrument und können einfach helfen, die Community sehr schnell aufzubauen, weil man was geschenkt bekommt. Und jetzt ist, was ist ein Krypto-Airdrop? Da könnt ihr mal durchgucken hier auf Blockchain-Welt. Es gibt ganz viele Webseiten. Vielleicht auch noch hier, welchen Zweck erfüllt das Ganze? Habe ich schon gesagt, Marketing. Es ist quasi ein Werbeartikel oder ein Gutschein und man möchte Aufmerksamkeit, Reichweite und die Benutzer, die dann halt quasi mithelfen, die Community aufzubauen, dann auch belohnen, indem man kostenlose Kryptowährungen bekommt. Gerade für, ich sage jetzt mal, gerade für junge Leute oder ein bisschen, die ein bisschen Gaming mag mögen oder so ein bisschen auch in Communities unterwegs sind, ist das ganz cool. Und in diese Netzwerke will man ja auch rein als Projekt. Und deshalb macht man da auch ein bisschen Anreize, Promotion. Man muss immer wieder auf die App drauf oder auf den Bot bei Telegram jetzt zum Beispiel. Und dass das Ganze was bringt. Ich weiß nicht, wir sind jetzt ein paar Wochen, glaube ich, wo Bloom gelauncht ist oder der Pre-Launch dieser Airdrop, diese Phase und hat jetzt über 20 Millionen User mittlerweile erreicht. Und wir gehen mal kurz auf die Seite direkt von dem Projekt Bloom.io und es geht hier um eine Crypto-Exchange, eine dezentrale Crypto-Exchange, wo man dann auch externe Wallets verbinden kann. Das Ganze kann in Telegram benutzt werden und da geht es jetzt mal noch ein bisschen weiter. You can trade any coin, any token, any coin you need. Und was passiert jetzt da im Moment? Man kann jetzt da sich einen Account machen und da habe ich unter dem Video dann auch noch meinen Empfehlungslink und dann kann man da immer so ein kleines Game machen, wo irgendwelche Dinger von oben runter tropfen, also runterfallen vom Himmel, wo man Punkte sammeln muss. Man kann Leute bis zu 10 Leute einladen und bekommt dann von denen die Punkte, die die sammeln, noch 10%. Und noch in der nächsten Ebene 2,5%. Und so kann man sich quasi jetzt Guthabenpunkte oder Gutscheinpunkte ansammeln, um dann später quasi, wenn der Coin gelistet wird, dann auch diesen Coin zu bekommen und wird belohnt dafür, dass man das Ganze bekannt gemacht hat. So, jetzt gehe ich mal auf mein Handy. So, jetzt bin ich auf meinem Handy. Ihr seht, ich habe hier schon 1,3 Millionen Bloom Rewards oder Points gesammelt. Man hat praktisch hier den Anreiz, dass man immer alle 8 Stunden wieder was Neues machen kann. Das ist dieses Game, dieses Drop Game. Man kann auch Leute einladen. Das sieht man dann hier. Da kann man auch den Link dann bekommen. Moment, ich muss auf dem Handy draufklicken. Hier habe ich zum Beispiel einen Freund eingeladen. Das gibt 60 Punkte. Dann kann ich hier das klicken. Dann bekomme ich die gut geschrieben. Dann habe ich hier
Farming, das ist quasi diese 8 Stunden, die man wartet, das nennt man Farming. Und dann habe ich, ich habe auf Instagram habe ich abonniert, dann habe ich auf X Twitter, also auf X, dann habe ich den YouTube-Kanal abonniert und so bekommt man dann halt dafür ein paar Punkte. Und in 2,5 Stunden kann ich quasi wieder das Game spielen, mehrmals, und dann sammelt man Punkte. Und ja, wenn ihr das Ganze auch ausprobieren wollt, mal kennenlernen wollt und dann auch später dann ein bisschen mit dranbleiben wollt, dann geht einfach auf den Link mit dem Handy direkt, dann öffnet sich Telegram und dann könnt ihr seid dann hier auf dieser Oberfläche und habt dann eben das Menü. Könnt auf Start klicken und dann könnt ihr auch der Community noch beitreten. Und da gibt es dann, das sieht man hier, sind schon 11 Millionen User drin. Und genau, dann könnt ihr hier wieder auf Launch Bloom gehen und dann seid ihr in dieser Oberfläche, wo ihr euren Link findet zum Einladen und dann dieses Spiel machen könnt und dann immer mal wieder alle 8 Stunden da Tokens sammeln könnt oder Gutscheinpunkte. In diesem Sinne, wenn es Fragen gibt, einfach auf mich zukommen oder eine E-Mail schreiben oder in die Kommentare unter dem YouTube-Video was schreiben. Viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao.